Ja, also wieder ein kurzer Gruß hier von meinem Kanal. Diesmal dreht es sich nicht um Gutes und Neues und ganz Schickes, sondern mir ist ein sogenannter Kopfhörer, ein Vintage-Kopfhörer in die Hände gekommen. Jetzt auf meinem Kopf, an den Ohren. Und zwar ist es ein Sony DRS4 aus dem Jahr 1979. Ich habe hier mal mich im radiomuseum.org umgeschaut und mir ein paar technische Einzelheiten von diesem Kopfhörer aus der damaligen Zeit herausgesucht. Und da gibt es hier die Tonangabe, Frequenzangabe zwischen 20 und 20.000 Hertz. Immerhin interessant. Ja, Material, Kunststoff, das können wir uns gleich mal angucken gemeinschaftlich. Und er kommt von der Sony Corporation Tokyo. Damals wahrscheinlich wirklich noch aus Tokyo direkt gekommen. Japan natürlich Herstellungsland. Und dann gibt es hier nochmal noch eine andere Seite. Hi-Fi Engine. Da hat man hier nochmal so ein bisschen gezeigt, Input maximal 1000 Milliwatt, 14 Ohm. Können wir uns gleich mal angucken, warum. Länge angeblich 3 Meter, das sehe ich hier nicht. Das ist hier so schön kurz, nur so eben so ein bisschen so aufgerollt. 375 Gramm, eine Menge. Ja, das soweit also zu den technischen Angaben dieses Sony DRS4, also nicht MDR, wie wir es kennen aus der heutigen Zeit. Sondern dann die etwas noch ältere und größere Variante. Ich habe das mal hier so ein bisschen aufgestockt. Man kann das so ein bisschen sehen. Der sitzt so ganz gut. Ich habe mir mal so ein paar Polster rangemacht nochmal, die so ein bisschen so aussehen. Aber die Originalpolster, lasse ich mal hier, das hier soll so fallen, die sind ganz schlank. Und die sind auch so in Wahrheit ganz schlank. Das ist auch gar nicht problematisch. Ich finde nur, dass es nochmal den Klang etwas verändert. Also wenn man das jetzt, ich mache mir mal kurz ein bisschen mit euch gemeinsam hier Musik an. Und dann ist da für mich so ein bisschen zu erkennen, dass, ich habe hier Parov Stelar, so ein DJ, der ganz gute Elektromusik macht, so Elektro-Swing. Klingt so ein bisschen hoch, ein bisschen platt. Und mit diesem Polstern, das ist von so einem, auch aus der Zeit, auch von so einem Vintage-Kopfhörer, den habe ich aber demontiert. Da brauchte ich ein paar Sachen, die wollte ich gerne haben. Und aber es war so ein Billigteil. Sieht man hier auch an den Polstern. So, und wenn man das hier so hört, ist der Klang gleich nochmal ein bisschen anders. Ja, also gar nicht mal so doof, aber dass ich hier 20 Hertz hinkriege, das glaube ich erstens nicht. Und dass ich 20.000 Hertz hinkriege, glaube ich mit dem Teil auch nicht. Also ich mache den mal so ein bisschen lauter, mache mal die Polster hier wieder ab und bin der Auffassung, es ist wirklich das, was ich... Und hier hört man auch diese... Und hier hört man auch diese 14 Ohm. Das kriegt schon ganz schön durch so ein gewöhnliches Smartphone ganz schön Feuer. Wir haben ja sonst immer diese klassischen 32 Ohm, die doch ja relativ normal sind. Und alles, was höher ist, wird schon wieder schwächer. Aber 14 Ohm, da wird der gut mit befeuert, muss ich sagen. Ich habe mich da natürlich sofort herangesetzt und erstmal geguckt, was ist das hier so? Also wir haben hier einen Lautstärkenregler für die rechte Seite. Und dann nochmal das gleiche für die linke Seite, kann man da sehr, sehr schön sehen. Also man kann dann auch gleichzeitig so ein bisschen mal die Balance nachregeln, wobei ich es ein bisschen nervend finde. Also man muss dann schon auch genau auszirkulieren, ja mache ich es lauter oder leise. Und wenn man dann irgendwie auch mal gestört wird und mit dem man sprechen will, muss man auf beiden Seiten vielleicht leiser und beide Seiten wieder lauter drehen. Das finde ich unpraktisch, das ist aber... offenkundig Usus gewesen zu der Zeit. Also ich habe schon mehrere Kopfhörer jetzt so ältere in die Hand bekommen
auch aus den 80er Jahren, die haben alle diese Lautstärkenregelung und das nicht mal irgendwie so gemeint als einzelne Lautstärkenregelung. Dass man hier sagt, man macht die Lautstärkenregelung und da nochmal so ein bisschen Klangregelung. Nein, der Sony DRS5 hat dann nebeneinander Klang und Lautstärke und dann ebenfalls nochmal Klang und Lautstärke. Und dann gibt es noch den DRS3. Und der hat dann, da hat man sich dann gespart, da fehlen dann diese Lautstärkenknöpfe. Also ansonsten mal ein bisschen was zur Verarbeitung. Also nochmal, 1979, 40 Jahre her, das ist so der Ansatz dessen, was wir heute kennen. Es ist Plastik, das ist wirklich, es ist alles Plastik. Also man hat sich nicht mehr damals hier, auch hier, ne? Es ist alles so schon dieser Beginn des Schnell-Schnell-Bauens und dann auch zum guten Preis verkaufend. Also das ist für mich jetzt natürlich an der Stelle nicht überzeugend. Man sieht hier die Zeit, als dann schon spätestens Mitte der 80er Jahre auch die Kassettenrekorder billig wurden, leichtbauweise, alles Plastik, da fehlte das Gute, das Wertvolle, das Wertige, das Haltbare. Das ist hier sicherlich nicht der Fall, weil das durchaus stabil ist, hier kann ich nicht viel meckern. Muss ich mal sagen, das hier oben ist ganz nett, es ist einfach, aber es ist auch Kunststoff, sehe ich hier. Und rieche ich auch, man riecht ja, ob es Leder ist. Man kann also jetzt hier gar nicht weiter so weit schimpfen. Ich bin nur der Auffassung, natürlich, es ist eben ein Kopfhörer dieser Zeit. Vom Klang her habe ich die Sache natürlich anschauen wollen. Ich habe mal hier eine Schraube gelöst und habe mich mal hier rangesetzt. Und da kommt er auch schon zum Vorschein, der Hörer. Ich habe den auch schon rausgeschoben, weil ich einfach jetzt nicht vor euren Augen hier großartig... rumwerkeln wollte. Na, jetzt ist er doch wieder... Nee, ist er. So. Da, so sieht er dann also aus. Das ist die klassische... Das ist der Papiertrichter. Der klassische Papiertrichter, wie wir ihn kennen aus alten Radios, ja, der Vergangenheit. Ab Mitte der 80er Jahre hat man ja dann Kunststoffe genommen, die dann wesentlich besser klangen und feiner klangen. Ich habe gestern mal hier mit... Ihr seht das gleich, dass ihr das nicht denkt. Ich erzähle euch hier Märchen. Ich habe hier mal so einen Lautsprecher zerlegt. Übrigens, das war auch von einem Kopfhörer. Und da ist der andere natürlich ganz schön groß. Das ist, muss man mal sagen, das ist schon auch ein Unterschied. Ja, das kann man mal messen, was die hier eingesetzt haben für einen Lautsprecher. Das sind immerhin 70 mm. Leute, das sind 70 mm. Es gibt, ich weiß nicht, weltweit Kopfhörer heute mit 70 mm. Das ist einmal der, Bluedio Vinyl Plus mit 70 mm und einmal der MDR von Sony, MDR Z7, hat auch 70 mm. Also so groß ist das und das ist schon gewaltig. Ich bin auch der Auffassung, der sieht übrigens auch ein bisschen von hinten anders aus, als das jetzt bei den klassischen, damals noch mal billigeren Dingern der Fall war. Und ich habe hier mal einen, noch einen hier, das war der zweite davon, demontiert und wollte mal so einen kleinen Test gemacht. Was, das ist jetzt der nochmal, da habe ich die Pappe rausgeschnitten. Ich hätte es sonst weggeworfen. Ich brauche das nicht, ich baue mir das nirgendwo ein, das ist mir klar. Also, aber ich habe mir überlegt, was kann man tun? Ich habe mal die Kontakte trotzdem dran gelassen, sodass der noch geht. Und habe einfach mal, so, weil es mir so Spaß gemacht hat, kling, hier so ein Metall angesetzt. Und siehe da, der Klang ist viel besser. Also es ist diese bescheuerte Membran, diese Papiermembran, die ich am liebsten austauschen würde und vorsichtig gegen was anderes Passendes verwenden würde. Damit, und das dann wieder einbaue, weil ich einfach den Klang doch recht begrenzt finde. Und man hat das natürlich hier auch ganz doll. Pappe ist einfach nicht elastisch, es ist für sich sehr, sehr schwer. Das kann in meinen Augen keine 20 Hertz abspielen und die 20.000 auch nicht. 20.000 schon mal gar nicht, weil wo soll da die Höhe herkommen? Also das ist mir alles ein bisschen komisch. Ich habe übrigens letztens demontiert hier so einen Skull Candy, ich weiß nicht, ob ihr den wiedererkennt. So ein Skull Candy mit so einem extra Bass, den Bass wollte ich gerne haben. Darum habe ich den Kram, habe ich auf dem Trödelmarkt gekauft, habe ich das weggeworfen. Da habe ich ja schon einen kleinen Test mit gemacht. Also meine Kritik war ja schon sehr hart.
Aber ich habe das die beiden Dinge ja noch aufgehoben. Und der Rest musste, glaube ich, weichen. Habe ich hier noch irgendwas bewahrt? Ich weiß nicht, ob es das hier war vielleicht, keine Ahnung. Nee, das war ja Kunststoff. Also ihr seht, ich habe hier schon ein paar Dinge auch aus der Zeit. Hier, das, was man so noch aufbewahren kann, nutze ich dann eben noch zum Bauen oder zum Basteln. Aber der Klang war hier von diesem Skullcandy auch miserabel. Und dann muss das für mich weichen, ist keine Frage. Aber hier, dieser Kopfhörer ist eigentlich ganz nett. Ich bin der Auffassung, das ist so ein Ding, den kann man anfassen, der macht einen stabilen Eindruck. Nur wie gesagt, hier müssten eigentlich, und das ist ja nun gar kein Akt, das ist eine Sache von einer Viertelstunde, hier könnte man sehr, sehr schön, ich habe hier mal einen mir hergelegt, so einen besseren aus der heutigen Zeit, hier mit solcher Metallbeschichtung drauf, Kunststoffmembran mit Metallbeschichtung, der kommt richtig, richtig gut. Das sind 56 mm, da sieht man hier auch, es ist gar nicht mal so viel kleiner. Ja, na, muss ein bisschen näher ranhalten, so muss das aussehen. Und dagegen sind natürlich die ganz, ganz kleinen mit 40 mm, da kann man die schon gut und gerne vergessen. Ich habe hier noch welche mit etwa 30 mm. Da sieht man dann schon nochmal, was das dann für ein Unterschied ist. Aber hier ja, gab es wahrscheinlich früher nichts anderes. Wobei ich immer sage, ich wundere mich, warum Sony sich nicht überlegt hat, da nicht eine andere Membran drauf zu machen. Das läge doch nichts näher als das. Man kann eine ganze Menge drauflegen. Also alles, was so papierartig ist. Ich habe das mal wirklich gestern mal so probiert. Vielleicht hätte man hier zum Beispiel, habe ich mir sowas, so ein Ding hier mal zurechtgeschnitten. Und da allein das würde schon einen wesentlich diffizileren, feineren, definierteren Klang erzeugen. Tja, schade, hat man damals eben versäumt. Hier wäre es eben naheliegend zu sagen, man schneidet diese Pappe heraus und macht da möglichst gut eingesetzt, vielleicht, wenn man das Chassis erhalten möchte, macht da dann eine andere Membran rein oder aber man macht es vielleicht gleich richtig und keiner ist böse, wenn man sich dann hier sowas einsetzt und ich sage euch, der Klang wird umwerfend. Hier hinten hätte ich mir dann noch ein bisschen was vorgestellt und das ist ja nichts weiter als das, nur dieser Kunststoffrücken, ob der nun das Optimum an Klang erzeugt, da bin ich mir nicht sicher. Ich habe hier einen Philips Fidelio Kopfhörer zerlegt, Bastelutensilien, wie gesagt, die waren kaputt und ich habe mir da ein paar Sachen genommen oder übernommen oder auch ausgemessen. So sieht bei denen eine Rückfläche aus, bei Philips Fidelio L1 heißt der und der ist hinten offen und das ist natürlich nochmal solche Sache, da klingt das dann auch wirklich mit einem guten Treiber vernünftig. Das hätten die vielleicht so ein bisschen hier auch so ansetzen können, einbringen können. Wäre eine Idee, um den Hörer so ein Stückchen weit auch nochmal nach vorn zu bringen, klanglich. Aber abgesehen davon nochmal jetzt in die Zeit von 1979 zurück. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Auch dieser Klang mit diesem Papiertrichter, mit dieser Papiermembran, ist das dafür in Ordnung. Also für heute nicht vergleichbar, da bin ich ein bisschen zu feinohrig für, auch weil ich vielleicht zu sehr darauf achte, wie etwas klingt. Aber für die damalige Zeit, vor 40 Jahren, wenn wir uns mal andere Kopfhörer anhören, wie die geklungen haben, ist dieser Kopfhörer in meinen Augen hörenswert. Wobei ich immer sage, ich würde ihm hier einen anderen Hörer genehmigen, den kann man ja ablöten, einen anderen einlöten und den weglegen, in eine kleine Kiste draufschreiben, Sony DRS4 reinlegen und sichern und wenn es dann mal eben wieder was gibt für Museum oder sonstiges oder man will was vergleichen, öffnen ganz kurz, umlöten und fertig. Das ist ja kein Problem. Es wäre dann nämlich so, dass man den Kopfhörer auch nutzen könnte und ihn wirklich gerne nutzt. Was glaubt ihr, wie die Leute schauen würden, wenn man so ein Ding in der U-Bahn oder S-Bahn aufhat? Und plötzlich da auch einen tollen Klang mit erzeugen kann. Ich glaube, das wäre ganz spannend. Ja, also soweit zu diesem Kopfhörer, der mir rein von der Sache her gut gefällt. Also auch hier dieses flache Band ist sehr schön. Das muss nicht gepolstert sein. Hier ist es gepolstert bei diesem anderen Kopfhörer, den ich hier letztens verlegt habe. Das war wirklich ein Billigteil, wie gesagt. Das sieht dann zwar gepolstert aus, ist aber potthässlich und pottbillig. Und das ist kein bisschen besser. Also insofern haben die hier bei Sony gut nachgedacht. Das muss einfach gut aufliegen und dann ist das schön. Und ich meine,
So kann sich ein Kopfhörer dieser Bauart auch sehen lassen. Da wünschte ich mir fast, dass es sich Sony doch nochmal überlegen könnte, so eine neue Serie aufzulegen, wie es ja von Sennheiser jetzt auch der Fall ist, wo man da auch den 600er HD600 auflegt, glaube ich, oder aufgelegt hat. Das könnte man hier auch machen, dass man sagt, Mensch, okay, wir bauen jetzt nochmal das Neueste rein, was es so gibt, elektronisch auch ein bisschen was machen und dann nochmal diese Form, vielleicht mit anderen Farben oder sonst wie, das auch nochmal andere Leute von heute, die das früher nicht gesehen haben, auch nochmal sehen und ein Stückchen weit auch respektieren lernen. Ich meine, diese Technik hat ihren Respekt verdient. Ja, mehr kann ich jetzt gar nicht dazu sagen zu diesem Kopfhörer. Der macht so einen sehr, sehr schönen Eindruck. Auch diese Biegung, die man hier eingesetzt hat. Das sieht wirklich gut aus. Das ist, nicht so gerade und langweilig. Die Dinger, wenn sie kratzen, ich habe das vorhin mal so gemacht, so mal 100 Mal so hin und her gemacht. Dann sind die Fusseln oder der Staub oder was auch immer da drin ist, alles ein bisschen auch rausgeräumt und dann ist das auch wieder ganz geschmeidig. Also das ging nachher plötzlich wieder wunderbar, das ist also kein Problem. Ja, wie gesagt, die 70 mm Teile hier, die sind natürlich toll. Hier würde ich gerne auch 70er einsetzen von heute. Ich fürchte, der Klang wäre hinreißend. Ja, soweit also. Macht's gut. Und jetzt habt ihr mich also mal mit einem ganz alten Hörer hier gesehen. Und vielleicht fällt mir noch das eine oder andere in die Hände. Denn ich finde die Technik ja schon ganz spannend. Denn es ist ja nicht nur interessant, sich die Dinge mal von heute anzusehen, sondern mal zu sagen, Mensch, wie war es eigentlich damals? Wie waren so die Dinge vor 40 Jahren? Und was hat man da so alles gewagt, um was Gutes zu bauen und den Leuten auch einen guten Klang zu bieten? Denn das war bei Kopfhörern ja nochmal wesentlich problematischer als bei den großen Boxen, wo wir nicht ganz so direkt davor sitzen. Hier am Kopfhörer, ganz nah am Ohr, ganz massiv zu spüren, jede kleine Schwäche, die so ein Lautsprecher hat. Bei großen Boxen kann man sich gut und gerne mal anhören. Ein tolles altes Radio aus den 50ern von mir aus, auch schon mit UKW empfangen oder dann eben Ende 50er, Anfang 60er bereits in Stereo. Das sind Klänge, da sage ich mir, ja, akzeptiere ich, obwohl das dann hier auch die sogenannten Papiertrichter oder Pappmembranen sind. Was gibt's noch? Mehr fällt mir nicht ein. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, fragt einfach und dann können wir vielleicht nochmal dann im Chat darüber schreiben oder da bei den Bemerkungen. Vielen Dank fürs Zugucken, hat mir Freude gemacht. Bis dann. Tschüss.